Der Zug ist zu spät am Ziel. Dafür gibt's bei mehr als einer Stunde Geld zurück von der Bahn. Die Ursache dafür bislang egal. Das ändert sich ab heute mit den neuen EU-weiten Fahrgastregeln. Demnach gibt es kein Geld bei außergewöhnlichen Umständen wie Kabeldiebstählen, Notfällen im Zug, Personen im Gleis. Auch bei höherer Gewalt wie extremer Witterung muss die Bahn nicht zahlen. Vor allem beim Punkt Wetter könnte es schwierig werden. Der Fahrgastverband ProBahn sieht da viele Unsicherheiten. Es ist in der Tat schwierig, das klar abzugrenzen. Wo ist denn jetzt eine wirklich schlechte Witterung? Was ist nur noch schlechtes Wetter? Oder was ist wirklich nicht beeinflussbarer Sturm, ein Unwetter? Und da die Grenze zu ziehen, ist nicht so scharf machbar. Und deswegen braucht es irgendeine Instanz oder ein Kriterium, das klar ist für alle Leute, ja, was denn eben unter höhere Gewalt fällt. Für den Fahrgastverband sind die neuen EU-Regeln eine Verschlechterung für deutsche Bahnkunden. Trotzdem der Rat, sie sollten weiterhin Ansprüche geltend machen. Wir empfehlen allen Fahrgästen, bei Verspätung in jedem Fall zu reklamieren und ein Fahrgastrechteformular einzureichen oder das eben per Klick zu machen. Es ist mittlerweile deutlich einfacher als früher. Und am Ende entscheidet sich im Prozess, ob es dann wirklich zu einer Entschädigung kommt. Und da kann man auch noch mal darüber streiten. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Bahn mehr als 92 Millionen Euro für Verspätungen gezahlt. Das könnte mit den neuen Regeln weniger werden. Der Antrag muss innerhalb von 3 Monaten gestellt werden. Bislang war es 1 Jahr nach der Reise. Eine gute Nachricht gibt es für Bahnfahrer. Bei Streiks soll es weiterhin eine Entschädigung geben.